Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Spontan hat sich Besuch angekündigt und direkt Interesse, das in meiner Grabbelkiste gewühlt wird. Und ich möchte heute Abend noch ein Trash-Paket mit einer aus Instagram machen, mit der Alexandra. Mensch, irgendwie kann ich gerade noch nicht so richtig reden, ich muss noch in den Flow reinkommen. Da habe ich mir gedacht, dass ich jetzt erstmal meine Grabbelkiste abfilme, weil die doch gleich sehr geplündert wird, denke ich mal, hoffe ich mal. Und deswegen würde ich einfach sagen, bring ein bisschen Zeit mit, wenn du Bock drauf hast, zu wissen, was sich in dieser Grabbelkiste befindet und warum es drin ist. Dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist bei mir nämlich so, dass ich immer mal wieder so zwischendurch aussortiere. Zum Beispiel, wenn ich mich schminke, eben habe ich mich ja auch geschminkt, da habe ich einfach so random ein paar Produkte verwendet, wo ich mir gedacht habe, die hast du jetzt noch nicht so oft benutzt oder die hast du schon länger nicht mehr in der Hand gehabt. Und wenn ich das dann in der Hand habe und mir denke, das macht mir einfach keinen Spaß mehr, damit zu arbeiten, dann kommt es in die Kiste. Oder wenn es irgendwie vom Farbton nicht passt, vom Ergebnis, wie auch immer, dann landet es einfach in der Kiste. Oder Lippenstifte habe ich jetzt in letzter Zeit öfters auch immer mal wieder so zwischendurch ausprobiert, bevor ich duschen gegangen bin. Da habe ich mir dann ein paar drauf gemacht und habe mich im Spiegel angeguckt und mir gedacht, mag ich den Ton? Dann habe ich ja verschiedene auch noch immer wieder verwendet und mir gedacht, ja, vielleicht hast du einen, der ähnlich ist, habe den dann nochmal drauf gemacht und wenn die gleich waren, dann musste halt einer von den beiden gehen, weil was macht das für einen Sinn, wenn man immer das Gleiche hat, ne? Das macht einfach keinen Sinn, du benutzt es einfach nicht. Und bei mir werden die Produkte an Familie, Freunde, ne, Verwandtschaft, wie auch immer, weitergegeben, halt verschenkt und ich bekomme dann vielleicht mal Toffifees oder so dafür, weil Toffifee und ich, wir sind wirklich so mega. Ich liebe Toffifee. Oh. Ansonsten habe ich halt auch Trash-Pakete mit anderen Leuten, die ich kenne. Also sei es YouTuber oder Instagram-Bekanntschaften, die ich geschlossen habe, wo ich einfach weiß, wer steckt dahinter, beziehungsweise die Personen auch kennengelernt habe. Weil gerade wenn du gebrauchte Produkte tauscht, ist es immer so eine Sache. Da möchtest du ja halt auch wissen, wer steht dahinter, ne? Genau, deswegen. Ich zeige euch auch jetzt die Produkte gleich, werde zu den Produkten was erzählen, warum ich sie aussortiert habe. Wenn ich gar nichts dazu sage, dann, ich möchte mich nämlich nicht wiederholen, es wurde beim letzten Aussortiert-Video so ein bisschen angemahnt, dann geht es einfach zu meinen Freunden oder zu der Familie, weil ich einfach genug davon habe und einfach mir denke, komm Claudi, du brauchst nicht 30 Gesichtscremes, da kannst du auch mal 2, 3 von in die Kiste packen, da können sich deine Freunde drüber freuen. So, das habe ich jetzt am Anfang gesagt und ich hoffe, dass ich mich im Video nicht wiederhole, ansonsten schneide ich das halt raus. Ha! So, dann werden wir jetzt mal so ein bisschen diese Kiste auseinander pflücken und ich starte mal so ein bisschen mit den Lippenstiften, die ich jetzt aussortiert habe. Da habe ich echt versucht, mal auszudünnen und ich bin halt noch dabei, ne? Also ich bin jetzt mittendrin quasi. Ich habe mir auch gedacht, das macht relativ wenig Sinn, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich mache jetzt ein Ultra-Declutter-Video, wo ich dir jetzt meine ganze Schminksammlung zeige und die dann halt beim Zeigen ausmiste. Das wird ewig. Das heißt, ich mache das jetzt wirklich immer so nebenbei und zeige euch dann alle ein, zwei Monate die Aussortiert-Kiste. Das macht ein bisschen mehr Sinn. Und irgendwann, wenn ich denke, Mensch, ne? Ist jetzt so der perfekte Zeitpunkt, dann mache ich mal so eine Videoreihe, wie auch zu Anfang diesen Jahres, dass ich nochmal meine Schminksammlung abfilme. Das habe ich ja zum Beispiel, ja, ich könnte es eigentlich wirklich Anfang nächsten Jahres machen, dass ich da dann quasi nochmal zeige, wie hat sich das verändert. Macht eigentlich Sinn, finde ich ganz gut. Ja, ist eine gute Idee von mir, oder? Schreib mir das mal unten in die Kommentare, wenn das okay für dich ist. Und ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar habe ich hier als erstes einen Lippenstift von Karl Lagerfeld und Model Co. Das ist wirklich so ein schönes, sattes Rot. Der ist wirklich schön. Also da möchte ich mich auch nicht drüber beschweren. Ne? Das, was ich halt zu diesem schönen Lippenstift, der wirklich winzig klein und niedlich ist und in jede Handtasche passt, sagen muss, ist, ich habe einen von Smashbox und der ist besser. Also der von Karl Lagerfeld und Model Co. ist zwar schön, der lässt sich schön auftragen, ist schön auf den Lippen, aber der von Smashbox ist besser, der ist ein bisschen feuchtigkeitsspendender und fühlt sich angenehmer an und deswegen kommt der dann weg. Dann habe ich hier von L'Oreal einen, das ist Le Rouge Lumière, die Nummer 638 in der Farbe Brilliant Brown. Und von dem Lippenstift habe ich ganz einfach gelbe Zähne bekommen. Das ist einer von den wundervollen Lippenstiften, den ich von der lieben Lea bekommen habe. Habe ich wirklich öfters versucht zu verwenden, aber meine Zähne sind dafür, also haben halt gelb gewirkt dadurch und das fand ich unpraktisch. Einen von Manhattan. Das ist die Farbe All-in-One Matte Lipstick 007 My Tribe.
Der darf gehen, weil er einfach, wenn ich ihn auf den Lippen habe, orange aussieht. Und das mag ich einfach nicht. Das ist nicht meine Farbe. Ich mag lieber, wenn es halt nude ist oder wenn es braun ist, wenn es rot ist, dunkelrot und so. Aber orange, das ist nicht meine Welt. Ja, hier habe ich einen Lippenstift, der mir leider Leichenlippen macht. So habe ich es jedenfalls für mich aufgeschrieben. Ich habe nämlich von den Lippenstiften, als ich mir die aufgetragen habe, dann immer ein Foto gemacht und mir dann hier einen Kommentar dazu geschrieben. Ich meine, ne? Da siehst du dann hier das Foto und da steht dann einfach Leichenlippen. Das ist immer total super. Ja, weil ich kann mir das nicht merken, ne? Und ich will mir nicht überall Klebezettel dran machen, das finde ich bekloppt. Das ist der Farbton Incognito LS017. Mineral Lipstick, also ich habe noch eine andere Farbe auch von denen, von Bella Pierre. Der ist mehr ins Bräunliche, den mag ich sehr gerne. Und der hier ist wirklich noch heller, als du ihn jetzt hier in der Kamera siehst. Also wenn er auf den Lippen ist, er macht mir wirklich Leichenlippen. Das sieht aus, als wäre ich tot, das mag ich gar nicht. Auch wenn ich mir einen Gloss drüber gebe, das finde ich dann bekloppt. Da habe ich andere, die ein bisschen dunkler sind vom Farbton, wo ich dann Gloss drüber geben kann. Oder einfach einen Gloss auf meine normalen Lippen. Also von daher, der durfte dann auch weg. Bei diesem hier von Catrice, das ist der Alluring Reds C02 Striking Matte Attitude, also Matte Lip Lacquer, Matte Lip Color. Den habe ich halt auch durch den von Smashbox ersetzen können, weil das ist halt auch so ein Rot und das ist ein sehr, 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 sehr ähnliches Rot zu dem von Smashbox. Und ich mag einfach diese runden Applikatoren nicht so gerne, weil ich damit halt nicht so in meine Lippenform reinkomme, weil mein Lippenherz ist hier schon nach oben hin sehr ausgeprägt, finde ich, ne? Und wenn ich dann so einen dicken roten habe, das sieht, also da male ich grundsätzlich über und das finde ich viel zu umständlich, deswegen darf der weg. Ja, wir hatten im, ich glaube, Glossybox Adventskalender den hier von Duze mit drin, Relentless Matte Lip Crayon in der Farbe 405 Winterberry. Der ist per se echt schön und lässt sich auch super auftragen, fühlt sich auch schön auf den Lippen an, aber er macht ein sehr, sehr bröseliges Finish. Das heißt, wenn ich den auftrage, krümmelt der und das finde ich doof. Da habe ich lieber einen, der vielleicht nicht ganz so ultra lang anhaltend ist, aber dafür dann halt ordentlich auf den Lippen aussieht und dass man da nicht nachkorrigieren muss, mit einem Q-Tip dabei gehen muss oder sonst irgendwas. Deswegen darf der mich verlassen. Dann habe ich hier einen von Trended Up, den Color Protect Lip Stylo in der Farbe 015. Ich glaube, mehr steht da auch gar nicht bei, da steht nur 015, ne? Den sieht man auch auf meinen Lippen nicht, weil der quasi meiner Lippenfarbe entspricht und da macht es für mich persönlich relativ wenig Sinn, so ein Produkt dann zu haben. Der ist eigentlich ganz cool, weil du den so rausdrehen kannst, ne? Aber der ist so dermaßen nude, den siehst du nicht, da mache ich mir lieber eine ganz normale Lippenpflege drauf. Ich mochte auch die Größe von diesem runden Fieder oben dran, dass es halt quasi nicht so ultra fett ist wie von dem von Catrice. Aber ja, ne, ließ sich halt auch leicht auftragen, aber man sieht ihn nicht. Dann habe ich hier einen von Rodial Suede Lips in der Farbe Big Apple ist das, glaube ich. So sieht der aus. Das hier unten ist dann ja auch da die Farbe, wie sie aussieht. Und das war halt auch so ein Stift. Ne? Bei dem war das Problem, dass der einfach zu hart ist. Also da setze ich den an und meine ganze Lippe zieht sich so zur Seite. Fand ich furchtbar, hat mir nicht gefallen. Dementsprechend möchte ich den nicht benutzen und da werde ich auch nicht zu greifen. Und dann habe ich noch einen hier von Catrice, den Matte Lover Lipstick Pen in der Farbe 010 So Bordeaux. Also der ist im Prinzip auch von der Farbe her richtig toll, gefällt mir unheimlich gut, dieses dunkle Rosenholz und auch vom Auftrag her, ne? Also ich habe ihn auch wirklich nicht viel verwendet, das ist so zum Rausdrehen auch echt schön, aber halt auch erstmal wieder ein runder, aber der ist oval, das geht dann halt auch ein bisschen besser. Das Problem bei dem Produkt war einfach, dass er mir viel zu trocken ist. Also ich mag das nicht, wenn ich so extrem austrocknende Lippenprodukte drauf habe. Ja, so ein bisschen Pflege muss halt auch schon sein und das hat er halt nicht gegeben, dementsprechend. Ciao. So viel zu meinem Spickzettel, denn alles andere kommt jetzt aus Claudis Erinnerung. Jedenfalls versucht sie das. Ich habe eigentlich relativ viele Highlighter aussortiert, weil ich vor meiner Highlighter-Sammlung gesessen habe, als ich mir letztens einen Highlighter gesucht habe und mir gedacht habe, die benutzt du im Leben nicht alle. Und dann habe ich ordentlich mal aussortiert. Ich persönlich mag nicht so gerne bunte Highlighter, deswegen sind einige gegangen und ja,
Ich habe auch ziemlich viele jetzt letztens dazu bekommen, die einfach wundervoll sind, die ich in 100 Jahren nicht aufbrauchen werde, die aber einfach zur Sammlung gehören, weil sie ihren eigenen Charme haben. Aber die, die ich dir jetzt zeige, die haben halt ihren Charme verloren. Das ist die hier von Sleek, die Highlighting-Palette Distorted Dreams. Die war mal in einer Glossy-Box, glaube ich, drin. Ich glaube sogar in der Januar-Box. Zum einen ist hier das Problem, dass wir hier sehr bunte Töne haben. Zum anderen ist hier auch das Problem, dass wir hier einen... Also so sieht das Packaging aus, ne? Ist halt echt nicht viel verwendet, ungefähr gar nicht. Dass wir hier einen Ton, zwei, drei Töne haben, genau, die Creme-Highlighter sind. Und ich mag keine Creme-Highlighter. Also, nee. Deswegen ist der einfach jetzt weg. Und es war mir zu holographisch, zu bunt in meinem Gesicht. Das ist nicht meine Welt. Hier habe ich sogar einen Spiegel mit drin. Also, ne? Schön ist es auf jeden Fall, aber nicht für mich. Ich bin 30 Jahre alt, da muss ich nicht rumlaufen wie ein Einhorn. Auch die von Revolution, die Ultra Cool Glow Palette, war mir einfach viel, viel, viel zu bunt. Die habe ich mir, ich glaube, erst vor ein paar Monaten geholt, aber dann immer mal wieder den einen oder anderen Ton ins Gesicht gegeben und mir jedes Mal gedacht, boah Claudia, ganz ehrlich, du brauchst keinen grünen Highlighter. Und das war mir einfach zu heftig. Revolution macht wundervolle Highlighter. Das Problem ist aber einfach, wenn die bunten Highlighter machen, du siehst das Bunte im Gesicht und das mag ich einfach nicht. Und das hat sich gereimt. Dann habe ich hier noch einen von Revolution aussortiert. Der ist einfach halt in diesem roten Ton. Ein Pressed Highlighter in der Farbe Bloom. Ja, ist mir zu rosa. Mag ich nicht so gerne. Ich mag eher so dieses Champagner, Gold oder Weiß. Passt auch mehr zu meinem Hautton, ne? Dieses ganze Bunte. Dann habe ich hier eine Palette von Revolution aussortiert. Imagination Highlight to the Moon. Da habe ich auch die entsprechende Lidschattenpalette zu. Habe ich mir Ende letzten Jahres geholt. Benutze ich beides nicht, ne? Also ich weiß, dass zum Beispiel Maxime Giacomo die Highlight-Palette hier von Revolution, die Imagination, extrem lobt. Der findet die super, der findet die klasse. Ich hasse sie. Oh, ich benutze die einfach nicht gerne. Also ich habe es immer wieder versucht und jedes Mal mir gedacht, nein, ich mag diese Pudertöne überhaupt nicht. Du hast hier normales Puder, ein Bananapuder und irgendwie so ein peachiges Puder, was kein Mensch braucht. Du hast diese Bronzing-Töne, wovon vielleicht dieser hier, der Warrior, was für mich sein könnte. Die anderen beiden sind nichts für mich. Dann haben wir hier drei verschiedene Highlighter. Slay My Life brauche ich nicht, kann ich nicht gebrauchen, ist mir zu gelb. Also das geht gar nicht. Angel Face und Limited Edition könnten vielleicht was sein, wobei Limited Edition schon ein krass zu, ein Tick zu heftig ist. Angel Face ist ganz schön. Also im Prinzip habe ich hier eins, zwei Töne in der ganzen Palette, die ich vielleicht gerne mal verwenden möchte. Aber dafür brauche ich nicht dieses riesen Oschi-Teil. Deswegen darf es weiter wandern. Die Imagination, die Schattenpalette habe ich auch aussortiert, weil ich sie nicht verwende. Ich greife da nicht zu. Fragt mich nicht, warum. Wunderschönes Packaging. Dieses wundervolle Holo-Design gefällt mir unfassbar gut. Aber ich finde die Töne nicht ansprechend. Ich finde sie irgendwie langweilig. Fragt mich nicht. Weiß ich nicht. Butterfly ist irgendwie so eine minimale Pop-Color, die ich interessant finde, aber es ist dann halt ein helles Blau. Ich mag lieber Türkis, weil ich das mir gerne an den unteren Wimpernkranz gebe. Die anderen Farben, ich weiß es nicht. Dieses Orange-Rote, habe ich in anderen Paletten viel, viel schöner da. Deswegen darf die einfach weiter wandern. Ja, genau. Und hier hast du ganz viele Transition-Farben. Es ist einfach für mich nicht ansprechend. Dann habe ich noch eine Lidschattenpalette aussortiert von Focalure. Da hat mir das Herz geblutet, ich sage euch das. Denn das ist die allererste Kooperation, die ich auf diesem Kanal gemacht habe. Und jetzt wird sie aussortiert. Die Impressionism Eyeshadow Palette besteht rein aus matten Farben und das ist eigentlich das Problem. Sie besteht nur aus matten Farben und ich bin eigentlich ein Fan von Schimmertönen. Ich brauche Schimmertöne und das fand ich dann, es ist mir zu wenig, ne? Sie ist wundervoll. Sie ist echt toll pigmentiert. Die macht unfassbar viel Spaß, damit zu arbeiten. Aber wenn vielleicht so vier Farben davon Schimmertöne wären, dann hätte es mir deutlich mehr Spaß bereitet. Denn so fehlt so für mich der Endkick, ne? Den brauche ich einfach und das ist damit halt nicht gegeben. Natürlich kann man jetzt sagen, hey Claudi, du kannst doch eine rein Schimmerpalette mit dieser rein matten Palette kombinieren und dann hast du zwei Paletten auf dem Tisch und schminkst dich damit. Nein, da mache ich lieber so wie heute einen Nur-Schimmer-Look mit einer Nur-Schimmer-Palette. Dann habe ich die von Max Factor genommen. Die hatte ich ja von der lieben Suna geschenkt gekriegt. Und mega schade. Aber die muss leider gehen, weil ich da einfach nicht mehr zu greife, weil sie mir zu matt ist. Das habt ihr ja mitbekommen oder werdet ihr noch mitbekommen? Ich weiß es gar nicht. Doch, das habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Die Crystallized-Palette von Catrice habe ich aussortiert, die Amethyst-Palette. Die war einfach nichts.
Die war nix. Nee, bin ich schade drum. Genau, bin ich ein bisschen traurig drum, weil ich mir sehr viel davon erhofft habe. Ich liebe Catrice Lidschattenpaletten. Die machen schöne Sachen, haben schöne Ideen. Aber hier hast du nun mal das Problem, dass die Paletten, die Töne, die den Look ausmachen würden und ihn von einem Nude-Ton, wie ich ihn jetzt zum Beispiel trage, abheben würden, das sind diese beiden Farben. Das ist das Lila, das Amethyst, und das ist das Blau, die Farbe Strength. Ja, Strength hat diese Farbe überhaupt nicht. Also alle beide sind echt mau. Und das ist das Traurige daran. Und deswegen ist es für mich halt einfach eine rein nudige Palette. Und da habe ich halt andere Paletten, die ich deutlich lieber benutze. Und dann darf die halt gehen. Ja, zu dieser Palette, die habe ich auch geschenkt gekriegt. Aber auch die, oder war in einem Tauschpaket, von NYX, die Lit Lingerie, die Palette d'Ombre à Paupière. Keine Ahnung. Die darf auch gehen. Zum einen, weil du halt wirklich nur matte Töne hier drin hast, wenn ich das richtig sehe. Ja, das sind halt nur 6 matte Töne. Brauche ich dann wieder noch was anderes mit dazu? Das würde mich wahnsinnig machen. Und deswegen, das ist mir einfach zu langweilig. Und auch wenn sie von NYX ist, aber sie muss jetzt halt gehen. Ein weiteres Produkt von NYX, was ich aussortiere, ist hier von NYX die Total Control Drop Foundation. Die ist mir einfach zu schwer. Das ist die Farbe Medium. Nee, welche Farbe ist das denn? TCD F05, ist das die Farbe? Weiß ich gar nicht. Die hatte ich selber mal von der lieben Nasti zugeschickt bekommen. Und die ist nicht nur, also die ist auch viel zu hell, wenn man sich das mal anguckt, ne? Das ist der Wahnsinn, wie hell diese Foundation ist. Die ist unfassbar, unfassbar flüssig. Das ist die Farbe Light Clear. Also Light, also Clear, ist ja das gleiche. TCD F05, genau. Ist mir sogar zu hell und ich bin ein helles Häutchen. Und ja, Und wenn sie dann auf dem Gesicht ist sie mir zu schwer. Obwohl die Formulierung von dem Produkt an sich ja sehr flüssig ist, sie kommt ja sogar in einer Pipette raus, ist sie mir einfach, ich merke sie richtig im Gesicht und das mag ich nicht. Deswegen geht sie weiter. Von Douglas einen von Lancôme. Ein Kajal habe ich aussortiert in der Farbe 01 Noir. Das ist schwarz, den muss ich gleich noch eben anspitzen. Den spitze ich jetzt eben an. So, nur ist er angespitzt. der wird jetzt aussortiert, weil ich einfach kein Kajal benutze. Ich benutze es nicht mehr. Damals in meiner Sturm- und Drang-Punk-Zeit habe ich nur Kajal verwendet. Also da sind so viele Kajals bei mir durchgegangen. Das ist der Wahnsinn in Tüten. Mittlerweile tue ich es nicht mehr. Deswegen darf der gehen. So, eine Zahnbürste hatte ich bei mir in einer Box mit drin. Die wandert weiter. Kaltwachsstreifen werden aussortiert, weil ich einfach nicht so gerne Kaltwachsstreifen mag. Da sind noch, ich glaube, 4 Stück drin, genau. Also 2x2 habe ich ja die Hälfte von in meinem Enthaarungsvideo verwendet für ein Bein. Und es macht nicht genug für mich. Ich mag es nicht, wenn da noch feine Härchen stehen bleiben. Dann nehme ich lieber einen Epilierer, auch wenn es mich nervt. So, dann benutze ich auch kein Augenbrauenpuder. Deswegen darf auch dieses hier von Miss Lynn gehen. Das ist fast unberührt, aber bei Augenbrauenpuder ist das nun mal so. Es ist wundervoll, ne? Also sieht total schön aus, wie so eine kleine Schokopalette. Ach Mensch, was hübsch. Wird auch super zu diversen Brushes und Bronzern passen, die ich hier in meiner Sammlung habe, weil es ja die gleiche Größe ist und so. Das ist total niedlich. War auch mal in der Box drin. Chocolate Brow Duo in der Farbe Light und darf nun gehen. Das ist von Essence, die I Want Candy Scented Blush Shimmer Pearls. Ich habe für mich entdeckt, dass ich Perlen nicht mehr so gerne mag. Ich habe jetzt heute auch ein Produkt verwendet, was ich dir gleich zeige. Das kann ich dir jetzt auch schon zeigen. Das ist von Jean Darcel, die Shiny Powder Pearls, ne? Ich finde es furchtbar, wenn ich mit dem Pinsel reingehe und der ganze Pinsel ist voll mit diesen Perlen. Dann sind die hier noch echt ein bisschen zu heftig. Also für einen Highlighter zu dezent und für Full Face, wie du siehst, ist es schon ziemlich krass. Für die Kamera ist es schön, sieht nice aus. Aber im wahren Leben, sagte mein Freund auch eben zu mir, bisschen viel, wa? Ein bisschen viel, deswegen, ne, die wandern weiter und die von Essence wandern auch weiter. Was habe ich noch aussortiert? Diverse Highlighter, die für mich von der Konsistenz nicht in Ordnung waren. Und zwar, weil sie entweder Gel-Highlighter waren, wie der hier Incredible You Glow Girl, Cosmic Blur. Also den habe ich mir heute auch so ein bisschen, ich habe mir heute einiges ins Gesicht getupft, Leute. habe ich aber halt so off-camera für mich selber. Das ist halt so ein Glibber. Und da gehst du mit dem Finger rein und du siehst aus wie ein Einhorn. Ich sag dir das. Also da bin ich zu alt für. Tut mir leid. Hatte ich mir hier so ein bisschen aufgetupft, aber ich musste nachher extrem mit Puder drüber gehen, weil es aussah. Furchtbar. Den habe ich auch ausgetestet. Das ist von Kryolan, ja. Illusion Organza. Das ist so ein Creme Blush und der ist halt einfach, ja, der ist rosa, ne?
Aber der ist einfach nicht vorhanden auf dem Gesicht. Deswegen, das fand ich öde, den habe ich jetzt auch aussortiert. Dann habe ich noch zwei von Becker aussortiert. Und zwar sind das diese zwei hübschen. Das sind halt diese Creme-Highlighter, die halt aussehen wie ein Concealer. Aber man sich besser nicht als Concealer aufgeben sollte. Ne? Mit so einem Füßchen kommen die daher. Das ist einmal die Farbe Opal. Den habe ich jetzt, glaube ich, gerade gezeigt. Nee, das ist Rose Gold. Und das ist Opal. Habe ich beide als Puder-Highlighter. Ich mag einfach viel lieber Puder-Highlighter als diese Dinge. Einen Blush habe ich aussortiert von Studio 78 Paris. On se promène, we walk. Genau, auf dieser Promenade laufen wir. Das ist sogar mit einem kleinen Spiegelchen, ne? Ist schon niedlich, aber ist mir einfach zu dezent. Dann habe ich hier diese Palette von Revolution aussortiert. Das ist die My Sign Gemini Palette. Ja, ich habe mir jetzt die Gemini Palette, beziehungsweise ist ja Sternzeichen Zwilling, ne? Bin ich ja, von Mensch, BH Cosmetics geholt. Claudia, was ist los hier? Und die finde ich einfach deutlich schöner als die hier, ne? Also, ich habe die einmal verwendet und fand sie nicht so geil. Also, nee, du hast ja halt diesen Cremeton mit dabei, den ich versucht habe, als Lidschattenbase zu nehmen, ihn aber furchtbar fand. Dann schon relativ interessante Farben, aber da fehlen halt auch schon wieder die matten Farben, weil irgendwie ist es alles auch zu dunkel und irgendwie ist es alles zu merkwürdig. Nicht meine Welt. Und da fehlt halt auch so eine ganz normale Base und ach, das... Damit kannst du dich nicht komplett schminken, deswegen wandert das weiter. Von Lactofemme, die Feuchtcreme, ist auch nach wie vor noch in meiner Box. Ja, hat sich noch keiner die rausgenommen. Dieses Produkt ist jetzt auch mit in der Box. Das hatte ich ja auch schon im Video gesagt von BB. Die 2-in-1 Aqua Gel und Maske. Von Luvos Heilerde, das habe ich doppelt. Zellaktivmaske mit Q10 hatte ich jetzt letztens erst in der Box. Ein Sachet habe ich noch und eins liegt jetzt in der Box. Von Incredible Jelly Shot Lip Cancer Hydrant Intense Pour Lèvres. Genau, Lèvres, Lippen, ne? War auch mal in der Box mit drin. Ist eigentlich ganz witzig, sieht ganz süß aus, ist aber eher so ein durchsichtiger Lippenstift. Also es ist für mich auch keine Lippenpflege, muss ich sagen. Ja, hat sogar eine Blume drin, ne? Ach, was soll's. Ach, was soll's. Ja. Aber wandert weiter, weil... Als Lippenstift brauche ich keinen, der nichts macht. Und als Lippenpflege habe ich welche, die deutlich besser pflegen. Sonnenprodukte hatte ich jetzt zuhauf in allen möglichen Boxen drin. Deswegen sind diese beiden Abriss-Sun-Produkte jetzt hier in die Box gekommen. Denn bevor sie ablaufen, sollen sich andere Leute darüber freuen. Die sind beide neu und unbenutzt. Das ist einmal die Apri-Lotion. 24 Stunden Feuchtigkeit kühlt und erfrischt. Hautberuhigend. Und von Sundance, das ist dann DM, das ist Rossmann, das ist DM, SOS Anti-Hautröte, April-Lotion, hautberuhigend und pflegend mit Mandelöl und Kaktusextrakt. Auch dieses Produkt hatte ich letztens in einer Box drin und habe ich auch schon gesagt, dass es in diese Kiste wandert. Und zwar von Sebamed, die Anti-Aging-Gesichtscreme-Faltenfiller, aufpolsternd mit dreifach Hyaluron-Komplex. Ja, habe ich eigentlich für eine ganz besondere Person bei mir in der Kiste und zwar für meine Mama. Oder ich habe auch viele Freundinnen, die tatsächlich echt so Probleme mit ihrer Haut haben und dementsprechend sanftere Produkte brauchen. Und da kommen solche Produkte dann immer sehr gut an. Dann freuen die sich. Diverse Pinsel habe ich hier drin. Die brauche ich jetzt nicht im Einzelnen zeigen, würde ich mal so sagen. Ne? Die sind einfach hier mit drin. Da freuen die sich auch drüber. Und ich muss auch immer mal wieder Pinsel aussortieren, denn ich habe zu viele und es kommen immer wieder welche nach. Dieses Produkt hatte ich euch im Video gezeigt und auch gesagt, dass ich den nicht weiter verwenden werde. Das ist ja das elektronische Pinselreinigungsgerät. Kann ich einfach besser mit einer Pinselseife und dem Pad machen. Also von daher, ne, ist der nun hier. Das ist das Catrice Prime and Fine Mattifying Powder Waterproof Transparent. Habe ich letztens auch mit euch im Video getragen. Das war mir zu trocken. Das war mir persönlich einfach zu trocken. Da habe ich wahrscheinlich zu trockene Haut für. Das braucht jemand, der ein bisschen öligere Haut hat. Und ist auch ein Spiegel und alles mit drin. Also, ne, läuft, aber bei mir läuft es halt nicht. Dieses habe ich jetzt aktuell drauf. Catrice Powder Blush. In der Farbe, das ist eine Limited Edition Denim Divine gewesen, in der Farbe 1001 Stone Blushed habe ich heute drauf und wie du siehst, ist er sehr, sehr dezent und das ist mir zu wenig. Er ist wundervoll, sieht sehr schön im Fännchen aus, ist aber bei weitem nicht so intensiv, wie du siehst. Drei Schichten trage ich hier übrigens in meinem Gesicht wie im Fännchen, also von daher, ciao. Diverse Pinselüberzieher. Weiter geht's. Ich habe ein paar Proben hier immer so in meinen Tütchen drin. Ich weiß gar nicht, wie viel da jetzt so drin sind. Da habe ich jetzt schon lange nicht mehr reingeguckt. Beauty Balm habe ich hier drin von Veleda.
Dann von L'Oreal dieses Revitalift Creme Rouge. Manchmal packe ich die auch rein, weil ich die einfach doppelt habe. Von Garnier die BB Cream in der Farbe Light Claire. Habe ich eine ganze Zeit lang verwendet, bis sie mir einfach mega gekrümelt hat. Das mochte ich dann gar nicht mehr. Und von Vichy die Derma Blend Fond de Teint Fluid Correcteur in der Farbe 35 Sand. Die hatte ich, glaube ich, schon mal getestet auch. War mir aber ein bisschen zu dunkel. Aussortiert, weil ich sie einfach nicht benutze, ist von Ultrasun. Face Tinted Honey in der Farbe, mit Lichtschutzfaktor 30. Hatte ich eigentlich gedacht, dass ich das bestimmt voll gerne im Sommer verwenden werde. Ist nicht so, weil ich hatte die ein paar Tage lang mal immer wieder verwendet, dann auch vor der Arbeit quasi, ne, weil das echt einfach ist, das zu verwenden. Hab mir dann aber, ja, das dann auf der Arbeit wieder runtergenommen mit Abschminktüchern, weil ich mir dann zur Mittagspause hin zum Beispiel oder so dann nochmal eine neue Gesichtscreme ins Gesicht gebe mit Lichtschutzfaktor. Gerade wenn es halt so ultra heiß ist oder die Sonne so krass scheint und ich dann an einem Kanal einen Spaziergang mache oder so, dann ist das doof, weil wenn du dann halt etwas mit Gefärbten drunter hast, dann wird es streifig und sieht doof aus. Deswegen ist das für mich kein Produkt, was ich jetzt so im Alltag verwenden kann und deswegen ist es für mich kein Produkt, was ich verwenden möchte, weil ich dieses große Ding nicht mitnehmen möchte, um dann halt wieder nochmal diese getönte Tagescreme quasi aufzugeben. Ne? Weil Lichtschutzfaktor musst du ja immer wieder nachlegen oder um mich dann halt auf Arbeit abzuschminken oder wieder neu zu schminken, fand ich bescheuert. Deswegen habe ich das jetzt aussortiert. Auch ein Sonnenprodukt oder Sommerprodukt, was ich aussortiert habe. Ist ein relativ teures Produkt von Saint-Tropez, das Self-Tan Purify Natural Glowing Skin, weil ich einfach kein Self-Tan benutze. Ich weiß, dass ich eine Kalkleiste bin, ich habe das akzeptiert und deswegen, ne, ist dieses, ich glaube, einmal gesprühte Produkt jetzt aussortiert. Ne, ich habe das gar nicht gesprüht, weiß ich gar nicht. Bronzing Water Face Mist Aqua Brume Bronzant Visage, genau, fürs Gesicht. Ne, das wollte ich nicht benutzen. Hab mir gedacht, ich bin weiß, ich bleib weiß. Immer noch hier drin ist von Douglas Essentials die Nourishing Face Mask mit drin. Dann habe ich ein Pigment aussortiert von MAC. Das ist das Pigment A66 Rose, weil ich kein Pigment verwende. Das ist mir einfach zu umständlich. Dieses Produkt, da weiß ich nicht, was das ist, deswegen wird es jetzt hier reingepackt. Biomarine Cell Support Restructuring Oil Ocean Well. Ich glaube, dass es für den Körper ist, aber nee. Möchte ich nicht. Oder fürs Gesicht? Ich weiß es nicht. Wofür soll das sein? Das ist, glaube ich, ein Roller gewesen oder was? Nee, so ein Serum ist das, ne? Nee, da habe ich andere Gesichtspflegeprodukte, die ich aktuell sehr gerne benutze und das nicht. Dann der BH Cosmetics Studio Pro Total Coverage Concealer in der Farbe 102. Den habe ich auch mit dir zusammen in einem Video verwendet. Der ist mir einfach zu trocken. Der ist mir tatsächlich, also ich habe mir das Video habe ich quasi gestern geschminkt, deswegen kann ich das erzählen noch schon. der ist mir nicht in die Fältchen gerutscht oder so im Laufe des Tages, aber ich hatte die ganze Zeit eine ultra trockene Augenpartie. Fand ich nicht gut. Da benutze ich doch viel, viel lieber den hier, den ich hier stehen habe von Dr. Pierre Rico. Der ist zwar nicht so deckend, aber der pflegt meine Augen. Und der, wie du siehst, ne, macht ein schönes Ergebnis und ich sehe gesund aus. Und hiermit sehe ich, finde ich, einfach tot aus. Deswegen ciao. Dann auch gestern verwendet von L'Oreal die CC C Magique Anti-Redness Skin Enhancer. Also das ist quasi ein Hautton anpassendes Produkt. Aber auch das war viel zu schwer auf meiner Haut und ich habe mich abends so sehr gefreut, als ich mich abschminken konnte. Saß den ganzen Tag auch sehr, sehr schön auf dem Gesicht, aber ich habe es halt gemerkt, dass es auf meinem Gesicht gesessen hat. Deswegen darf das gehen. 24 Stunden Feuchtigkeit, no way. Also es war einfach für mich zu trocken und es war gestern bei weitem nicht warm. Ein Sleek Blush habe ich aussortiert in der Farbe Rose Gold 926. Das ist dieses Produkt. Den fand ich zu wenig. Geh auf! Und man kriegt die Sleek-Verpackung immer so schlecht auf. Genau, so schaut der aus. Der ist mir einfach zu wenig. Ist wunderschön mit dem Spiegel. Ich habe mich sehr drüber gefreut, als ich den quasi hatte. Hatte ich, glaube ich, auch in einem Trash-Paket, aber nee, habe ich andere. Der ist im Prinzip sogar genau die gleiche Farbe wie von Catrice, dieser Powder Blush, den ich dir eben gezeigt habe, den ich drauf habe. Man sieht es halt nicht, ne? Auch ein Produkt, was ich aussortiert habe, ist von Wet n Wild, diesen Brow Pencil Color Icon, was aussah auf meinen Augenbrauen, weil Blondie und so wie Durchfall, ne? Deswegen ciao. Auch aussortiert habe ich von Mina oder 3ina diesen Eyegloss, der in der, ich glaube, Glossybox mit drin war. Mir wurde auch geschrieben, dass ich den noch sehr gerne als Lipgloss benutzen kann. Aber Leute, ich habe Lipglosse. Da brauche ich nicht so ein Produkt, was eigentlich nur für die Augen vorgesehen ist. Deswegen, nein, danke.
Den Blush von Tease habe ich aussortiert. B-Blushes in der Farbe irgendwas mit Sonne. 402 Sunkist. Warum habe ich den aussortiert? Weil er mir zu braut ist. Also der ist ein Zwischending zwischen Highlighter und Bronzer. Der glitzert auf dem Gesicht und ist für mich halt nicht das, was ich unter einem Blush verstehe. Ne? Habe ich auch mit euch zusammen quasi aussortiert in einem Video. Auch der eigentlich mega schön, ne? Schöne Verpackung, süßer Spiegel, niedliches Produkt für zwischendurch bzw. für unterwegs, aber nein. So, die Mascara von Revlon habe ich aussortiert. Revlon Volume and Length Magnified Mascara, weil die mir einfach zu wenig auf dem Auge gemacht hat. Da habe ich einfach welche, die mir besser gefallen. Tja, da bin ich ein bisschen traurig drum, muss ich gestehen, dass ich die jetzt aussortiere. Aber führt kein Weg dran vorbei, weil ich sie einfach nicht benutze. Und wenn ich sie benutzt habe, fand ich sie nicht schön. Und zwar habe ich hier von Stila zwei Produkte. Das sind die Glimmer and Glow und Shimmer and Glow Liquid Eyeshadows. Ja, in der Farbe Pigalle. Das ist dieser hier. So ein Rotton. Aber da habe ich einen von Absolute New York, den ich auch bei mir in Verwendung habe, den ich schöner finde. Und das ist die Farbe Plum On. So. Auch der wird jetzt aussortiert, weil ich sie halt einfach nicht benutze. Ich hatte mir gedacht, als ich die quasi selber ja auch ertauscht habe, Mensch, Claudi, der Wahnsinn in Tüten, wunderschön und richtig geil und alle schwärmen davon. Und ich meine, ne, ist auch ein schöner Schimmer, kannst du theoretisch zu einer rein matten Palette wundervoll kombinieren. Aber ich nutze es nicht. Weil das einfach auch zu sehr glitzert, ne? Also du hast da richtig grobe Glitzerpigmente drin und das mag ich nicht so gerne. Dann habe ich hier selber aus einem Trash-Paket und ich glaube letztes Mal auch gezeigt, der Red 401 Magic Marni Retouch and Go von L'Oreal. Das ist quasi so ein Korrektor für die Fingernägel bzw. Fußnägel, wenn du halt roten Nagellack drauf hast, der halt genau dazu passt. Dieses Pad habe ich aussortiert, weil ich das von Essence jetzt nehme und ich komme damit besser klar als mit diesem hier. Und ja, deswegen. Also ich fand es eigentlich ganz cool, aber das von Essence finde ich besser und ich brauche nicht zwei, weil wenn ich Pinsel reinige, bin ich alleine. Da brauche ich keine zwei Pads. Dann habe ich hier von Rival de Loop Young einen Lipgloss aussortiert. Da steht jetzt keine Farbe drauf. Das war an diesem Bändchen mit dran. Das ist eigentlich ganz niedlich, so ein Lolli, ne? Aber ja, ich finde, dass der nicht wirklich was auf den Lippen macht. Da habe ich einfach schönere Lipglosse und da der halt nur zwei, dreimal benutzt ist, kann der auch sehr gut hier in diese Kiste mit rein. Von Lancaster, das Micellar Refreshing Cleansing Jelly ist jetzt hier auch mit reingewandert. Ich habe genug Abschminkprodukte. Von P2, auch das war mir leider zu trocken, das ist ein Puder, C2Face Compact Powder. Das ist wundervoll von der Verpackung her. Also rein wegen der Verpackung wollte ich das eigentlich ganz gerne behalten, aber es trocknet mir einfach zu sehr aus. Es ist wundervoll mit einem Spiegelchen, es hat auch einen schönen Ton, aber für mich war es einfach nicht passend, weil zu austrocknet. Da benutze ich tatsächlich lieber so lose Puder, die ich so wie so einen Hauch einfach nur auf mein Gesicht mache. Mag ich irgendwie lieber. Die Catrice Caviar Gouache Palette habe ich aussortiert. Das ist eine Lidschattenpalette in der Farbe C01 Iris Sauvage. Das war eine Limited Edition oder ist eine Limited Edition, auch wieder mit einem wunderschönen Packaging. Aber auch hier langweilige Farben. Das ist sehr, sehr ähnlich zu der NYX Lit Lingerie Palette. Wobei du hier tatsächlich einen Schimmerton hast. Das ist der helle hier, den du als Highlight nehmen kannst. Aber die anderen Töne sind halt matt und dementsprechend für mich langweilig. Von Biodroga, das Cleansing, die Reinigungsmilch für normale und trockene Haut, kommt auch mit in die Kiste mit rein. Von Shiseido, da ist noch ordentlich was drin, das ist so eine Luxusprobe gewesen, von dem Synchro Skin Lasting Liquid Foundation. Ja, die ist mir einfach zu dunkel, ich meine, ne, was soll ich sagen, das sieht man einfach in der Kamera. Ich habe meine Maximalbräune bereits erreicht und ja, ich weiß gar nicht, welche Farbe das ist. Da, Natural 3, bin ich nicht, ich bin immer hell. Aber ich bin nicht natural. Natural ist immer zu dunkel. Ja, apropos zu dunkle Foundation, die hatte ich tatsächlich ja auch in einem Paket mit drin gehabt von Avon True Color. Calming Effects Mattifying Foundation und das ist die Farbe Warmest Beige. Das ist mir einfach zu dunkel. Bislang habe ich tatsächlich auch noch niemanden gefunden, der diesen Hautton hat. Ich gucke den Leuten immer sehr intensiv ins Gesicht, um zu erfahren, welche Gesichtstönung die haben. Damals, als noch alle so in die Solarien gelaufen sind bei uns aus der Clique, hätten sehr viele diesen Hautton gehabt. Mittlerweile tut das keiner mehr. Zu Recht. Von Max & More, der Face Primer, die Make-Up Base Hydrating ist hier nach wie vor noch mit drin.
Monolidschatten habe ich aussortiert, weil ich keine Monolidschatten mehr haben will. Das sind von Essence 2 Stück. Tut mir leid, ich hatte die in Tauschpaketen drin, aber ich benutze nun mal keine Monolidschatten, weil ich es einfach nervig finde. Ich habe auf meinem Tisch immer gerne alles sortiert und habe dann eine Lidschattenpalette, wo ich alles draus nehme, aber nicht 5 verschiedene Monolidschatten. Das ist die Farbe 12 Karma. Eigentlich eine wundervolle Farbe. Ja, aber sowas habe ich halt auch in anderen Paletten drin. Und die Farbe 08 Grinch. Ich weiß gar nicht, ob ich hier jetzt genauer drauf eingehen möchte. Das sind noch 5 von 6 Amazon Eyeshadows. Die hatte ich auch mit dir zusammen getestet und auch dann in dem Video aussortiert. Aber ich kann es mal eben zeigen. Das ist einmal die Farbe 8. Das ist so ein mattes Mauve oder mattes Pflaumengedöns. Dann habe ich hier die Farbe 12. Das ist ein schimmerndes Grün. Die Farbe 9, das ist so ein champagnerfarbener Highlighter-Ton, den du auch sehr schön zum Inner Corner Highlight oder Augenbrauen Highlighten, ich wollte gerade heiraten sagen, nehmen kannst. Die Farbe 07, das ist ein mattes Lila, sehr dunkel, Pflaume, Tüdelü, weiße Bescheid. Und dann habe ich die Farbe 10. Mein Fingernagel sagt guten Tag. Das ist ein Highlighter-Ton, der mehr ins Gräuliche geht, aber halt immer noch eher so im Champagner-Bereich ist. Und ja, die werden auch aussortiert, weil Monolidschatten. Dann habe ich auch noch ein paar Lippenprodukte, die ich auch in meinem Amazon Find Make-up genommen habe. Das sind die aus dem 3-Set, der Chubby Lipstick einmal. Ist das, da stehen ja keine Farben drauf, ne? Das ist so ein Ton, den habe ich einfach zuhauf schon. Also schön fand ich den wohl, aber ich habe solche Töne alle. Und dann nochmal in glänzend, da habe ich einen von Bella Pierre, der dem sehr, 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 sehr ähnelt. Und da brauche ich den hier dann nicht. Die Mascara Argan and Silk Clump Free Fortifying Mascara, die habe ich auch zusammen mit dir aussortiert. Die war mir einfach zu wenig. Das war die, die diese Verpackung so wunderschön hatte mit Blumen und dann aber die Mascara an sich einfach weiß war. Aber, ne, es ist zu wenig. Tja, Matte Maski. Ein 59-Euro-Produkt liegt in dieser Kiste. Das Aftermask Vitamin Serum. Extra Smoothing, Anti-Aging, Feeding, Protecting, Nourishing. Ja, ne, verspricht unfassbar viele Sachen. Aber ganz ehrlich, ihr hattet das auch selber unter das Unboxing geschrieben. Wenn man eine Gesichtsmaske verwendet und diese Gesichtsmaske gut ist, dann brauchst du sowas nicht. Und vor allem nicht für 59 Euro. Leute, zieht euch das rein, ne? Und allein aus Prinzip wird das jetzt aussortiert. Und ich bin sehr gespannt, wer es in den Händen halten wird, ob das heute meine Freundin raussuchen wird oder ob das jemand anderes sich raussuchen wird, die mit mir ein Trash-Paket macht. Aber Leute, 59 Euro, ne? Das ist echt Wahnsinn. Ich habe es zweimal verwendet und der Effekt war, also ich habe extra bei Masken gemacht, die ich schon öfters verwendet habe. Zum Beispiel die Neutrogena Hydrogelmaske, die verwende ich ja ständig. Ständig. Die habe ich schon so oft verwendet, da weiß ich, wie mein Gesicht danach ist. Ne? Dann habe ich das danach verwendet. Kein anderer Effekt. So, Augenbrauenprodukte habe ich aussortiert von Find. Also ich habe fast mein komplettes Find Full Face aussortiert, um das mal so zu sagen. Das war, ja, hier einmal der Brow Pencil. Der hat hier unten ja auch so ein Bürstchen. Genau, was man in keinster Art und Weise bei meiner dünnen Augenbrauenform verwenden kann. Und hier oben halt ein viel zu dickes Stiftchen, um meine Augenbraue auszufüllen. Und auch die Farbe sah nicht gut aus. Also das ist nicht mein Fall. Und dann noch die Brow Mascara. Das war auch nichts. Das funktioniert bei meinen Wimpern, bei meinen Augenbrauen einfach nicht. Da brauche ich nicht solche Produkte. Ich stehe auf Augenbrauenstifte und fertig ist die Laube. Da brauche ich sowas nicht. Lip Liner habe ich aussortiert. 2 Stück. Das ist einmal dieser Alverde, der auch zu diesem Lippenprodukt, was ich drauf habe, gehört. Aber braucht kein Mensch. Ich brauche es nicht. Das ist die Farbe auch 60 Rosewood Smile. Genau, war jetzt gerade in der Box. So ziemlich genau die gleiche Farbe ist der von P2 Perfect Color. Dieser hier, ne, der hat hier unten ja auch noch so ein Bürstchen dran. Nutraskin habe ich hier 4 Foundations, die ich aussortiert habe. Ja, ne? Sind ja eigentlich ganz niedliche Reisegrößen. Na, so, upsala. So schauen die aus. Eine habe ich mir ja zur Seite gestellt, die ich jetzt auch irgendwann mal mit dir zusammen im Video schminken werde. Aber diese Farben
habe ich hier aussortiert. Dann habe ich Mascara-Pröbchen aussortiert. Das sind welche von Love und welche von MAC. Ja, 4 Stück. Die hatte ich entweder selber schon mal getestet oder ich habe sie in groß. Und ja, die MAC-Mascaren habe ich jetzt nicht in groß, aber die habe ich schon mal getestet. Die In Extreme Dimensions 3D Black Lash Mascara. Ist eigentlich eine ganz coole Geschichte, die man halt auch mal in der Handtasche packen kann, wenn du so eine Probe hast, ne? Und auf die Arbeit legen kann. Von MAC die Upward Lash Mascara. Und dann 2 von Love. Einmal die Love Rose Sculpting Volume Mascara. Und die Illusion Eyes 24 Hours Volume and Length False Lash Effect Mascara. Die hatte ich schon mal, die fand ich gut. Dann habe ich hier noch einen Lippenstift, Lippenpencil, Lippenkonturenstift von Revolution Hypocrisy Eyeliner. Oh nein, Quatsch, nicht. Das ist ein Eyeliner und kein... Das redet die Frau da nur. Ja, in der Farbe Hypocrisy Eyeliner Weiß. Also Weiß, V-I-C-E, ne? Also das ist keine Farbe, die ich als Eyeliner tragen werde. Das ist mir zu krass. Von Arcaya den 24 Permanent Eyeliner habe ich hier reingepackt. Den hatte ich auch in einer Box mit drin. Ich glaube, die Luxury Box war das tatsächlich. Der ist mir einfach zu wenig. Und ich habe einige Filz-Eyeliner aktuell offen. So sieht der ja aus. Und bevor die mir alle austrocknen, weil ich einen benutze, den ich nicht benutzen will, kommt er hier in die Kiste. Ja, noch ein Kajal, den ich aussortiert habe von Neo Bio, einfach weil ich keine Kajale benutze, habe ich eben ja schon gesagt. Von Maison Meunier habe ich hier ein Skin Elixier, das ist mit einem Roller vorne dran. Ich mag den Geruch nicht so gerne und ich mag auch nicht, wie wenig da halt rauskommt. Das dauert mir einfach zu lange, ne? Da musst du da dein ganzes Gesicht ständig einrollen und dann kommt da nur so ein bisschen aufs Gesicht. Da habe ich lieber wie jetzt aktuell eine Pipette, die ich mir dann übers Gesicht träufeln kann und dann einmassieren und fertig. Dann von L'Oreal das Rouge, Nuance Rouge, Puderwangen Rouge in der Farbe 101 mit Spiegel. Das ist mir einfach zu wenig. Also das Produkt, ne? Das zeigt einfach, also das ist zu schwach. Das ist zu hell. Und Leute, nein, noch nicht ganz. Ein Eiweißpulver. Und das letzte Produkt, was hier in der Box ist, ist von Uma Cosmetics die Contouring Palette Creme Contour. Die hat sich bislang noch keine rausgenommen. Die liegt schon etwas länger hier drin. So, ich werde ja auch immer mal wieder gefragt, was ich mit den Produkten mache, die jetzt wirklich so lange drin liegen, dass keiner sich die rausnimmt. Die werden gespendet. Ganz einfach. Ab und an werden Produkte auch getrashed, getauscht, wie auch immer, ne, von den Sachen, die jetzt hier so liegen. Aber im Prinzip läuft das bei mir und ich habe da einen ganz guten Umschlag, also Umlauf. Ne, dass halt die Produkte nicht allzu lange in der Box halt liegen, habe ich bislang noch keine Probleme mit gehabt. So, das war meine Aussortiertkiste, meine Grabbelkiste, die sich jetzt nämlich in, nicht runterrollen hier, leerem Zustand befindet. Also da ist halt ein Karton noch unten drin. Jetzt kann ich das alles wieder einsortieren. So, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen aussortiert und platt gemacht Videos. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!